Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Coaster. Das dürfte jetzt irgendeine Folge sein. Ich glaube, die dritte oder so. Dritte doch. Ja, natürlich dritte. Was ich wieder labern. Wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben auf unserem wunderbraunen Pier und unserem wunderweißen Coaster. Und ja, wir haben uns hier diese Stellen für die Lagerhallen markiert. Wir werden uns jetzt aber heute, denke ich mal, eher mit diesen Geschäften, die ich hier hinbauen will, beschäftigen. Und das werden wir jetzt eigentlich auch gleich machen. So. Habe ich natürlich nicht mit. Ja, wir machen das mal so hier. Da kommt hier ein Geschäft hin. So und so. In etwa, oder? Ja, so, so kann man das machen. Dann kann man theoretisch hier versetzt noch was hinbauen. Wir machen das jetzt einfach mal, vielleicht brauchen wir das ja dann. So, bam, 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 bam. Und nein, nein. Und nein, genau. So. Jetzt kommen die stirb die Geschäfte. Machen wir hier ein Burgerbar hin. Was zu trinken noch auf die Seite. Machen wir quasi auf der einen Seite die Verpflegung und auf der und natürlich die Toilette und auf der anderen Seite dann andere Sachen wie Merchandise. Nehmen wir den Hutstand. Den T-Shirt. T-Shirt, Stand. Und was nehmen wir noch? Regenschirme. Informationskiosk. Warum nicht Luftballons? Luftballons sind immer schön. So. Müssen wir noch anpassen. Ich hätte gerne orangene Hüte. Hellblaue T-Shirts und Ballonstand der Regenschirme verkauft, Hammer. Ah, super. Ja, muss ich mal gucken. Dann habe ich hier anscheinend den falschen Ballonstand ausgewählt, der nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das erhoffe. Machen wir so braune Luftballons. Die Toiletten sind kostenlos, das ist gut. Wunderbar. Gut. Ich habe euch ja, glaube ich, weiß nicht, auf Facebook oder in der letzten, in dem im Blue Pink Coaster Ding gesagt, dass ich jetzt quasi in dieser Staffel erst sagen werde, was wir in der nächsten Staffel machen, was ihr mir vorbereiten sollt. Ich habe mir da jetzt noch mal ein paar Gedanken gemacht, weil ich mir in der letzten Aufnahme, da habe ich es ja nicht gesagt, einfach noch nicht sicher war, was genau ich da von euch haben möchte. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es Zeit ist für mich mal wieder die Kitumuhr klingeln zu lassen. Nee, dass es mal wieder eine Zeit ist für mich, etwas mit Piraten zu machen. Jetzt werden einige wahrscheinlich stöhnen, vor allem alle, die auf NE sind und overused und blub und macht jeder Depp und was weiß ich. Ich habe das letzte Mal Piraten gebaut im Spreepark und zwar war das das erste, den ersten Teil, den ich im Spreepark gebaut habe, war der Piratenbereich. Das heißt, ich habe dieses Thema Piraten seit jetzt gut und gerne 1,5 Jahren nicht mehr angefasst und nichts mehr in dieser Richtung gebaut. Und deswegen denke ich, ist es doch mal wieder an der Zeit, mit diesem Thema zu arbeiten. Also zumindest für mich muss es nicht jeder machen, aber ich möchte jetzt einfach mal wieder ein bisschen was in die Piratenrichtung machen. Was für ein Coaster wäre da wohl am geschicktesten, das habe ich mir auch lange überlegt. Und ich habe mir überlegt, das wollte ich sowieso irgendwann mal euch auftragen, dann machen wir das jetzt einfach in diesem Zusammenhang.
Und zwar einen Flying Coaster. Das ist bei RCT2 die fliegende Achterbahn, die ich da haben will. Und da werden wir dann einen ganz hübschen B&M Flying Coaster draus basteln. Also ich hoffe mal, dass von euch dann gute und brauchbare Einsendungen kommen, dass man da auch wirklich mitarbeiten kann. Aber ich gehe mal davon aus, wir haben bis jetzt eigentlich immer gute Einsendungen von euch bekommen, dass es auch diesmal klappen sollte und ihr mich nicht enttäuscht. Ich hoffe es zumindest. Für euch und für mich. Hey. Also nochmal ganz langsam zum Mitschreiben, ein B&M Flying Coaster. Die E-Mail-Adresse. Also Quatsch, ja doch, ein B&M Flying Coaster und den bitte schicken. Ich schlabe heute im Kreis herum. Einen B&M Flying Coaster. Das ist in RCT2 die fliegende Achterbahn. Also vielleicht habe ich hier sogar der Badge drin. Ich weiß nicht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Nö, habe ich jetzt leider nicht drin. Also die fliegende Achterbahn ist das. Jeder, der lesen kann, sollte klar ein Vorteil sein. In der englischen Sprachausgabe ist es, glaube ich, der Flying Coaster. Also jeder, der vielleicht die englische Sprachausgabe, also englische Ausgabe von RCT2 hat oder es auf Englisch spielt, sollte das dann eigentlich noch leichter finden als die Deutschen. Und geschickt soll das Ganze werden an die E-Mail-Adresse, die unten in der Videobeschreibung drin steht. Ich habe eine neue E-Mail-Adresse, also nicht an so wie immer mci1@gmx.de oder sowas schicken, sondern an die neue E-Mail-Adresse. Das ist ganz einfach, dass ich quasi auf, weil mci1 mit meinem privaten E-Mail-Account verknüpft ist und da habe ich eigentlich dann gerne eine ganz klare Trennung zwischen Kanal und Privat und deswegen die neue E-Mail-Adresse. Hat auch was mit dem Forenumbau zu tun, den wir momentan gerade hinter den Kulissen auf RCT, Quatsch, auf Coaster Diaries machen. Dass wir da das Forum umbauen und auch dafür sind diese neuen oder ist die neue E-Mail-Adresse dann gedacht. So, wieder zurück zu unserem Woody. Was genau ich jetzt hier für ein Geländer mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da werde ich mich überraschen lassen. Ich habe mir einmal kurz überlegt, die Teile hier zu nehmen, aber das wird mir dann einfach zu niedrig. Aber auf der anderen Seite, diese großen Zäune hier, sieht das Ganze so ein bisschen wie Sperrgebiet aus, das will ich auch nicht. Deswegen werde ich da wahrscheinlich irgendwas anderes nehmen. Aber ich weiß, wie schon gesagt, noch nicht genau was. Vielleicht fällt es mir jetzt hier in dieser Folge spontan ein und dann werde ich das da einfach jetzt dann ausprobieren. Mal sehen. Die da umfärben. So, das zweite Geschoss von dem Haus wird nicht komplett braun. Das war jetzt ein Fehler meinerseits. Das machen wir mal so. Hier kann man das natürlich offen lassen, weil, halt, stopp, da wollte ich was anderes ausprobieren. Weil hier dann noch andere Häuser drankommen, das heißt, hier in der Mitte kann man quasi durchgängig diese Lücke lassen. Hauptsache, man kann oben am Ende die Dächer richtig draufsetzen. Habe ich das jetzt verschoben? Nein, habe ich nicht. Die wieder in Rot. So. Jetzt sieht es hier natürlich ein bisschen arg nackt aus.
Kann man die Teile hier gescheit als Regenrinne verwenden? Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Nein, 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 man weiß es nicht. Hier brauchen wir das jetzt nicht, weil da ja das andere Haus hinkommt. Hier brauchen wir das dann auch nicht. Aber das ist wieder braun. So, jetzt habe ich hier aus Versehen das Ding gelöscht, dann fügen wir das wieder ein. Sollen wir mal hier oben noch ein Fenster einfügen? Ändert jetzt wenig an der Tatsache, dass es hier relativ nackt aussieht. Vielleicht können wir da einfach ein Schild hinhängen. Mit weißer Schrift. Dann werde ich hier mit Zero Clearances später die Regenrinne komplett einfügen. Da mache ich jetzt nicht. Das ist irgendwie teilweise, sonst sieht es so, keine Ahnung, vergesse ich das eh wieder. Und dann vergesse ich es entweder ganz und es sieht nicht scheiße aus, oder ich vergesse es eben nicht und es sieht besser aus. Aber besser als ich vergesse es dann doch und es sieht scheiße aus. So. Machen wir hier vorne jetzt schon diese Fenster rein. Das sind jetzt quasi Fenster mit geschlossenen Jalousien, Roll, nee, Fensterläden so rum. Sorry, also Fenster mit geschlossenen Fensterläden. Soll es ja auch geben, hin und wieder. Und die stelle ich in RCT2 eigentlich ganz gerne dann so da. Hier machen wir jetzt minimalistische Variation, indem wir das Haus dann so ein kleines bisschen tiefer machen. Da oben drauf kommen jetzt diese Teile. Den Braun. Kann ich die jetzt nachträglich umfärben, ohne dass es ein Gemetzel gibt? Nein, geht natürlich nicht. Jetzt habe ich alles umgefärbt. So wie immer, außer die Teile. Aber doch, jetzt sollten sie drin sein. Gut. Machen wir die einfach nochmal an die Außenseite. Jetzt habe ich hier schon. Ich kotze gleich. So, jetzt. Das Haus hier machen wir jetzt mal in weiß.
muss noch einer rein und da muss einer rein, sonst werden die Türbögen unterschiedlich hoch, das will ich jetzt eigentlich nicht. Und machen wir mal mit diesen Teilen hier oben drauf weiter. So, hier mit Weiß, ja, jetzt fängt es gleich wieder an zu pissen in-game. Kommen hier diese Teile davor und da diese Teile. So. Hier der dahin und der dahin. Und was setzen wir da jetzt noch oben mit hinein? Aber ich hätte jetzt, nee. Nee, doch, ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht. Nee, das nehme ich mir fürs nächste Haus auf. Ihr werdet gleich sehen, von was ich rede. Lass doch jetzt einfach mal frei. Das nächste Haus war dann so grün. Hier machen wir jetzt, weil hier der Weg quasi hier so lang geht, das heißt, man sieht diese Ecke vom Haus nur. Und dann kann man da durchaus jetzt noch ein Fenster hinmachen. So, da kommen hier die Glasteile hin und hier draußen auf der Außenseite. Verwenden wir nicht diese Teile, sondern andere. Wie wäre es denn? Aber dann haben wir die zweimal nebeneinander, das ist auch doof. Sieht es oder noch stabil genug aus? Ich weiß es nicht. Experimentieren wir jetzt einfach ein bisschen. Hier kommen dann wieder diese Dächer oben drauf. Hier unten setzen wir an die Tür noch sowas. Ding dong, ding dong. So. Und dann kommen hier quasi nur noch Zierhäuser hin, wo dann, also die keinen richtigen Nutzen mehr haben, zumindest nicht in unserem auf unserer Map, weil ja hier die ganzen Geschäfte drunter sind. Hier bei diesem zwei Felder breiten Ding ist es dann schwierig, da noch was hinzubauen. Aber das ist alles für die nächste Folge geplant. Wir haben jetzt schon fast 20 Minuten und dann möchte ich euch jetzt heute doch in euren freien Tag entlassen. Ich wünsche euch allen ein schönes Restwochenende. Denkt dran, Flying Coaster, fliegende Achterbahn an die E-Mail-Adresse unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt das Ganze entweder extern irgendwo hochladen, zum Beispiel File Upload oder sowas, und mir den Link per E-Mail schicken. Oder was noch besser ist, ihr schickt das Ganze im Anhang der E-Mail. Das heißt, ihr schreibt eine E-Mail, packt den Coaster in den Anhang und schickt mir das Ganze so. Falls ich das nochmal erwähnen sollte bei dem
den Coaster bitte so benennen, dass man eindeutig euch identifizieren kann. Ihr braucht jetzt nicht Flying Coaster irgendwas hinzuschreiben, sondern einfach euren Benutzernamen und RCT2 Germany, da weiß ich sofort, aha, der gehört da dazu. Okay? Gut. So viel da dazu. Und jetzt entlasse ich euch wirklich in euer Sonntag oder wann auch immer ihr das guckt, an Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder eben Sonntag. Bis dann. Tschüss.